Mein Name ist Jeanette Hofmann. Ich bin Politikwissenschaftlerin und befasse mich seit rund 15 Jahren mit dem Internet. Die Gründung eines Forschungsinstituts, das sich mit dem Internet in interdisziplinärer Weise auseinandersetzt, habe ich mir seit vielen Jahren gewünscht. Um die Internetforschung im deutschsprachigen Raum wirklich zu etablieren, ist es notwendig, verschiedene Forschungskompetenzen unter einem Dach zu bündeln. Mein Ziel ist, dass wir uns sowohl mit politiknahen Fragen wie etwa dem Datenschutz oder den Rahmenbedingungen für das mobile Internet befassen, aber auch Grundlagenforschung betreiben, um die langfristigen Änderungsprozesse, die sich aus dem Zusammenspiel von Internet und Gesellschaft ergeben, aufzeigen zu können. Meine eigenen Schwerpunkte im Rahmen des neuen Instituts liegen im Bereich der Regulierung des Internet. Regulierung ist hier nicht unbedingt mit staatlichem Handeln gleichzusetzen. Im Gegenteil, das Internet zeichnet sich gerade dadurch aus, dass hier nationale Gesetze, internationale Abstimmungsprozesse, aber auch wirtschaftliche Selbstregulierung und sogar technische Standardsetzung immer stärker ineinandergreifen. Die Beobachtung dieser Aushandlungsprozesse und der sich wandelnden Arbeitsteilung zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft wird mein Kernthema sein.